Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Minecraft. Mit Bernd und mir. Und den Kühen, die jetzt sterben. Aber du musst sie erst noch fortpflanzen lassen. Habe ich doch gerade schon. Vorhin im letzten Part. Okay, einmal stirbst du. Du hast mir schon mal kein Leder gegeben, das ist super. Und dann stirbst noch du. Der hat mir auch kein Leder gegeben. Nice. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4 Kühe. Dann nehme ich einen noch weg. Dann haben wir noch 3 Kühe. Yay, 2 Leder. Hühnchen. 1, 2, 3 geschlachtet. 4. Jetzt haben wir noch 2, 4, 5 oder so. Auf jeden Fall noch genug. Das eine Kälbchen steckt ein bisschen im Zaun fest, aber das ist nicht so schlimm. Wie sieht's denn mit unserem Gras aus? Hat sich das schon irgendwie fortbewegt? Es ist ganze 3 Blöcke weiter. Ich sag, es dauert etwas. Es muss 100 Blöcke plus weit, ne? Das weißt du. Okay. Aha. Also Schäfchen, haben wir noch Zeit, bis wir die holen müssen. Weil die brauchen ja Gras für Wolle. Boah, ist das hässlich, Alter. Ja, das wird doch dann wieder abgerissen. Aber man kann auch ohne Verzauberungstisch verzaubern, nur halt nicht so hohe Level. Ne? Aber das lohnt sich nicht. Ja, das macht dich halt dann ein bisschen stark. Ja. Sei doch nicht immer so pessimistisch. Ich habe ein Ei und ich wette mit dir, dass daraus jetzt ein Hühnchen rauskommt. Nein, okay. Das wäre auch zu schön. So. Daraus kannst du doch Kuchen machen. Ich wollte jetzt aber kein Kuchen, ich wollte ein Küken in unserem Lagerraum. So. Wie funktioniert das jetzt? Einfach so. Okay, das war leicht. Guck mal! Toll. Ich habe einen blauen Pullover. Mach ihn noch nicht kaputt! Ich hab auf deinen Kopf gezielt. Oh, du wolltest also meinen Kopf kaputt machen. Nein, ich wollte deinen Pullover verschonen. Sag! Was bist du denn jetzt? Schick! Kiste? Ich brauche keine Rüstung, ich finde mich schick. Toll. Das freut mich doch. Also auf jeden Fall genug Eisen für eine Rüstung. Oder 50. Und wir haben auch noch eine Rüstung. Im Ding. In der Kiste. Ja, was machen wir eigentlich mit den Schienen nachher? Irgendwann bauen wir vielleicht mal eine Ding. Eine Ding. Na, eine Bahnstrecke halt. Okay. Nicht? Okay. Ja, wohin denn? Na, irgendwo hin, wo es schön ist. Huch, da wollte ich das nicht hinsetzen. Anmerken, dass diese Treppe sehr hässlich und plötzlich in der Natur. Und die wir passen nicht die Treppe der Natur an, sondern andersrum. Aber das ist okay. Ich guck mir das mal an. Aua, ich bin ganz weit runtergefallen. Womit farmt man Melonen? Schwert oder Axt? Axt. Minecraft Noob. Ich wette, ne? Es sind
es ist ein Schwert und dann kommen in 3 Jahren, wenn diese Folge kommt, unsere ganzen 5 Millionen Leute an und haten dich. Oh. Dann nehme ich übrigens 3 Jahre im Voraus auf. Vollkommen okay. Ich könnte das ja auch täglich bringen, aber dann haben wir, dann kommen wir überhaupt nicht mehr hinterher, ich sag's dir. Ja, es muss ja nicht täglich sein, nur so alle 3 Tage vielleicht. Es kommt doch alle 3 Tage! Stimmt. Alle 2 Tage vielleicht? Dann wären schon 3 pro Woche. Das ist zu gut erkannt. Und? 3 pro Woche. 3. Ah, vielleicht vernehmen wir irgendwann die Lust daran oder sowas. Siehst du, und dann zwingen wir uns. Ich würde sagen, dann beenden wir das. Wir zwingen uns. So, was kann ich jetzt noch Produktives machen? Ich könnte, hast du die Hühner gerade gefüttert? Vorhin, ich weiß nicht, wie lange die brauchen, bis sie wieder geil sind. Aber du kannst natürlich auch Zuckerrohr ab und anbauen, was hier unten schon mal, habe ich schon ein bisschen angepflanzt. Das kann ich tun. Für die Bücher. Ja. Und ich versuche so lange hier verzweifelt die Treppe zu füllen. Und wir können dann ins Bett gehen gleich. Was ist denn, Freund? Warum lachst du denn? Das sieht lustig aus. Warum so. Bist du die Treppe? Achso. Damit es nicht. Es sieht zwar immer noch bescheuert aus. Aber vielleicht sieht es jetzt zumindest nicht mehr. Zumindest ein bisschen natürlich bescheuert aus. Und dann kannst du es auch weiter anpflanzen, genau. Bis in die Unendlichkeit. Wer bist du? Was willst du? Ich mach ein bisschen Kaktusgrün. Wie ging das noch? Das muss man backen. Du Verkerke. Ja, Junge, das ging so viel schneller. Hörst du das Meeresrauschen? Das nennt sich Regen. Alter. Ohne Mist, ne? Oh, der verzauberte Schwert, das will ich haben. Das wirst du nicht kriegen. Das ist ein ganz normales Schwert, das will ich doch nicht haben. Bernd, was war das für ein Peng? Hey, du lässt die Dinger auch immer explodieren. Ja, gar nicht. Jawohl, Spinnenreiter. Okay, das könnten etwas viele sein. Ich höre nur, wie dein Klicken immer panischer wird. Da hinten sind ganz viele Creeper. Ja. Ich bei dir. Da hast du vollkommen recht. Hä? Okay, ich muss weg. Kann der mich bitte lassen? Hallo. Ich hab keine Rüstung. Lass das. Hallo, Freund. Juhu. Guck mich mal an. Oh, du bist ein bisschen ramponiert. Durchlöchert, mein Freund. Alter, wie wir irgendwann so die ganze Welt mit einem Zuckerrohr den umrandet haben. Die ganze Insel. Guck mal, wie das jetzt schon aussieht. Bisschen übertrieben, Fragezeichen. Warum denn? Wenn wir dann nachher genug Leder haben, dann fahren wir das Ding einmal ab und haben genug Papier für 10 Jahre. Wir werden nie genug Leder haben, Freund. Ich weiß. Okay. Gehen wir ins Bett? Ja. Mhm. Was müssen wir denn jetzt noch erledigen?
Ja, als nächstes auf der Agenda ist eigentlich Kühe füttern. Wenn wir Dings, also. Aber willst du nicht? Wenn dann wir irgendwann auf Verzauberungstisch haben und dann alle Level verbraten haben und noch Level brauchen. Im Meta ist Quarzfarmen. Ja, ich weiß, es gibt übel einfach ganz viel. Ja. Aber, also, jetzt soll ich als nächstes auf der Agenda ist eigentlich einen Zaubertisch fertig machen. Und, ja, dafür brauchen wir halt richtig, richtig viel, Leder. Das heißt, das heißt. Nicht nur unsere Kühe züchten, sondern auch fremde Kühe töten. Schlachten, ja. Und, dann würde ich vorschlagen. Machst du, irgendwas Spannendes, wenn ich die Kühe züchte, weil du aufnimmst? Was soll ich Spannendes machen? Kühe suchen. Nein, das würde ich ja tun, wenn ich dann die Kühe da züchte oder sowas. Aber. Was mache ich dann? Weiß ich nicht. Überleg dir was. Farm. Keine Ahnung. Oh. Oh, Skype. Mein Gott. Professionell. Du willst halt irgendwas bauen? Und was? Weiß ich nicht. Hä? Das nervt mich jetzt, dass es so lange dauert mit dem Verzaubern. Ja, wir brauchen halt so viel Leder. Seitdem man für Bücher Leder braucht. Du könntest auch Monsterschlachten gehen oder sowas. Das macht ein Creeper in unseren Kuhs. Unser Leben ruinieren. Die Fackeln kommen außen an die Ecken. Sonst treten die doch drauf. Denk doch an die Tiere. Ach, ich denke mal, dieses Scheißschild unserer Mine ist irgendwie ein Monster oder sowas. Franzi, lädst du irgendwas hoch oder so? Nein. Ich hab übel Lags. Das liegt aber nicht an mir. Also du müsstest vielleicht wirklich mit Monster schlachten gehen, wir brauchen echt noch mehr Weizen, wenn wir Kühe ficken lassen wollen. Was war denn das jetzt für ein... Ja, wir brauchen Weizen. Was bringt denn das Monsterschlachten in Zusammenhang mit Weizen? Das ist Knochenmehl. Ach so. Das war gerade voll so... Hä? Mein Gott. Ich bin jetzt hier im Irgendwo. Und suche Kuhs. Da! Ein wildes Rind. Der Suche nach Nahrung. Der Panther schleicht sich von hinten heran und rammt ihr das Diamantschwert durch den Schädel. Als ob du ein Panther bist. Oh, kein Panther? Nein. Was bin ich denn dann? Ein Minecraft-Püppchen. Epicness ist nicht so deins, wa? Da ist noch eine Kuh. Heieiei! Wie viele Weizen hast du bis jetzt? Weizen? Gar keins! Ich meine Leder, sorry. 6. Cool. Ich verrate also jetzt nicht, dass meine blaue Lederbrust, die ich vorhin gecraftet hat, 8 Leder gekostet hat. Aber ich sag dir auch nicht, dass es nicht so ist. Oh, Franzi. Ja? Warum hast du das gemacht? Weil ich wollte einen schicken Pullover. Deswegen sind Frauen keine Profi-Gamer. Hey.
Das ist richtig sexistisch. Ja, das stimmt nicht, aber das ist trotzdem lustig. Ich komme nicht an die Kuh ran, die ist zu fett. Die versteckt sich auf dem Baum, was absolut... Ich stelle mir das vor, als stell dir mal vor, eine Frau wäre irgendwie Astronaut gewesen oder sowas. Houston, ich habe ein Problem. Was denn? Nein, schon gut. Was ist denn? Nein, alles in Ordnung. Oh ja. So, jetzt habe ich schon immer noch 6. 8. Guck mal, du hast jetzt deine Kackplatte da für dich. Meine Kackplatte. Ah! Was für eine Kackplatte? Wo bin ich denn jetzt reingefallen? Oh nein. Was wollte ich denn jetzt machen? Scheiße, ich hab's vergessen. Du wolltest Kühe töten, hast du gesagt. Ich wollte Kühe vermehren. Scheiße, ich wollte irgendwas hier drin im Haus holen, aber ich hab's vergessen. Irgendwas Weizen, ist richtig. Knochenmehl. Haben wir nicht mehr. Bei Knochen habe ich genommen, ja, noch genug. So kann ich irgendwie machen. Und dies brauchen wir eh nicht, oder? Ach, irgendwann werde ich 38 Hunde holen. Das kannst du auch glauben. Oh, hol auch Katzen. Katzen sind viel geiler als Hunde. Beides. Katzen sind ja wohl so viel geiler als Hunde. Junge, Katzen sind wahrscheinlich ein Creeper. Hunde können bunte Halsbänder haben. Toll! In Blau, passend zu meinem Pullover. Haben wir noch Erde? Was ist? Hier ist ein rosa Schaf. Hier ist ein rosa Schaf. Das beantwortet meine Frage nicht. Rosa Schaf in der Wildnis. Ah, wir haben genug Erde. Danke für die Antwort. Auf jeden Fall sind hier Schafe. Ich dachte erst, es wären zwei rosa... Oh, Kaninchen! Schlachte sie ab. Also hier sind auf jeden Fall Schafe und Kaninchen. Sobald wir die mal holen wollen, sind die hier. Wie holt man denn Kaninchen? Mit Karotten. Habe ich nicht... Oh, ah! Mein Gott, Franzi! Franzi? Ja. Bist du noch da? Ja. Das Problem ist nur, hier ist nur ein großes Kaninchen. Und das Baby will nicht mitkommen. Mann! Kann ich das Baby nicht irgendwie zwingen, mitzukommen? Einfach seine Mutter mit der Nachbarn danach. Nee, das kommt nicht, das ist ja das Problem. Jetzt, glaube ich. Hilfe. Jetzt hat die Mutter das Kind weggekickt. Kind? Wir müssen immer mal so eine Unterwasserwelt besuchen. Wenn wir irgendwann mal krass sind. Ja. Wo ist jetzt das Kleine? Jetzt sind beide wieder da. Mau. Ich weiß nicht, wie ich die heimbringen soll, Freund. Sperr sie doch erstmal einfach ein. Und dann? Ich weiß es nicht. Jetzt will das Kleine nicht mehr. Sperrt man die denn ein? Ja, einfach, keine Ahnung. Loch und sperr sie da ein. Das ist ziemlich grausam. Und die spawnen dann auch, glaube ich. Ja, scheiße. Na dann. Mein Gott, schlacht sollt ab, es essen. Oh, nein, der brauchen wir nicht gar nicht. Wir haben ja noch die Namenstags, ne? Ja.
Damit können wir den Tieren auch Namen geben. Ja, wir wollen sie aber doch nachher eh schlachten. Ist das Babyhäschen gerade... Sind beide Häschen gerade den Berg runtergefallen und gestorben? Ja. Hat es sich gelohnt, sie 5000 Kilometer durch die Prärie? Da ist noch einer! Nein, die Mama hat gerade ihr Baby verloren. Mann! Jetzt habe ich sie geil gemacht, weil ich die Karotte essen wollte. Oh, die tut sich ständig weh. Arme Mama Hase. Aber die scheint ziemlich klug zu sein. Die kommen zumindest mit. Toll. Wenn sie auch ständig irgendwo aufklatschen. Oh, da war schon wieder. Ich habe das Gefühl, sie überlebt nicht mehr lange, dieses kleine Ding. Zumindest kommt es mal mit, nicht so wie die anderen Tiere, die irgendwie dauernd grenzdebil waren. Das war ein gruseliges Geräusch. Praktisch ist es Nacht, ist ja. Warum? Weil ich gerade ein Feld mache. So. Machen wir nicht irgendwann irgendwas mal aus Clay? Bestimmt. Also wir bräuchten wirklich was, weil wir haben glaube ich 10.000 Stacks Clay oder so. Alter, die Häschen sind verdammt schnell. Ich kann rennen und der... Der bleibt dran. Ja, Bernd, guck da! Ich kann gerade nicht. Wo denn? Ich bring Felix mit. Katze, du kannst das Häschen nicht Felix nennen. Warum nicht? Ja, weil wir das Wache schlachten wollen, das geht nicht. Das schlachten wir nicht, das ist mein Freund. Ah. Wir schlachten seine Babys, aber nicht Felix. Mann. Felix bleibt da, wo er ist. Für Felix werde ich jetzt auch einen Namenstag holen. Nein, wir haben noch keinen. Ich kann einen Amboss bauen. Pass auf Felix auf, ja? Wenn ihm was passiert, raste ich aus. Hast du es denn in dem Ding getan? Ja. Kann es da raushüpfen? Weiß ich nicht. Eigentlich glaube ich nicht. Ich habe 10 Leder geholt. 10 Leder, Freund. Cool. So, und jetzt? Wollte ich das da haben? Und das da. Ich weiß nicht, wie man Amboss baut. Haben wir noch Samen unten im Keller? Wie baut man den Amboss? Ich glaube drei... Also du brauchst auf jeden Fall 3 Eisenblöcke. Oh. Und dann noch 4 Eisenbarren. Ein bisschen viel. Für einen Namen. Ja, ich meine, den kann man ja auch noch für andere Sachen verwenden. Nein. Also 4 Eisenblöcke und dann? Nein, 3 Eisenblöcke und 4 Eisenbarren. Wohin? Ich glaube, die Eisenbarren alle in die unterste Reihe. Oder in die oberste, eins von beiden. Und dann in die Mitte, mittig genau ein. Und obendrauf kommen die 3 Eisenblöcke. Ja, und? Ich hab ihn. Ja, yeah, geil. Wohin tue ich den jetzt? Mhm. Oben in die Küche. Boom. Aua. Felix. Felix, da. Oh Gott.
Felix, komm! Für mich steht da nicht Felix. Doch, hier steht Felix da. Felix. Ich muss ihn angucken, dann steht Felix. Hehe. Felix. Und Jimmy, sie ist erhöht. Er ist voll amputiert. Mann. Warum steht hier eine Kiste? Was ist da drin? Es nein, da drin ist. Genau, wollte ich gerade sagen. Hast du die schon wieder gezüchtet? Ich bin gerade dabei, ein bisschen Weizen zu farmen. Bitte macht Liebe. Sexy Kuh-Liebe. Du mit einem von denen da. Oh, da ist ja ein Feld. Ja, das habe ich gerade gebaut. Wie lange ist es schon? Oh mein Gott, das geht so nicht. Mann, Franzi, doch... bitte. Was? Oh, was ist denn jetzt dein Problem? Das Wasser ist wackelig. Ah. Boah, ich wette, jetzt das Wasser wegne und dann kann das nicht mehr wachsen und alles Weizen geht kaputt. Ich mach doch nur noch mehr Wasser hin. Ah. Guck, jetzt ist es schöner. Warum ist es unsymmetrisch? Warum sind hier... Da ist noch einer da drin. Warum sind da zwei und da nur einer? Weil ich hier am Rand noch was hinmachen wollte. Okay. Du stresst mich. Du stresst mich. Eieiei. Seht ihr, was ich mit Bernd ertragen muss? Seht ihr, was ich ertragen muss? Der macht voll Bullshit. Wo sind denn unsere Zauntürchen? Also unsere Zäune. Die hab ich im Winter. Gib die mir mal, bitte. Ich sehe, wie du an mir vorbei hüpfst und sagst nö. Okay, Freund. Ja, die sind in der Truhe, da hab ich doch gerade hingelegt. Das wäre richtig lustig, wenn ich sie noch im Inventar hätte. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich den Part beenden. Briefe von Felix. Möchtest du mit deinem andeuten? Nichts. Das ist ein Villager-Zombie. Ich sehe ihn. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier auch mal wieder. Ich glaube, wir haben schon wieder viel zu lange. Ja. Schauen wir mal, was wir im nächsten Part machen. Puh, werde ich einfach nur sitzen. Aufschlitzen. Sag doch, dass du die gerade geil gemacht hast. Wen habe ich geil gemacht? Ja, die Kühe. Ja, zwei habe ich gepflanzt. Zwei habe ich fortgepflanzt, aber nicht alle. Ja, das. Wir haben drei. So. Das wusste ich nicht. Felix steht hier genau vor der Tür aus. Hauptsache, der rennt jetzt nicht raus. Ey. Ich werde Felix ins Haus holen, mach dir keine Sorgen. Ah. Aber erst in der nächsten Folge. Mhm. Also ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss.